Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Christine vom Kanal Christinchen und ich haben uns das Buch von Sebastian Fitzek zu Gemüte gezogen, und zwar Identität 1142. Und das sind ja 23 Quarantäne-Kurzkrimis, da sage ich gleich noch was dazu. Und Christine und ich haben uns gedacht, wir werden über jede einzelne Kurzgeschichte kurz etwas sagen. Und damit das jetzt nicht zeittechnisch ausartet, haben wir uns die Kurzgeschichten aufgeteilt. Auf ihrem Kanal sprechen wir beide über die Kurzgeschichten mit den ungeraden Zahlen, also 1, 3, 5 und so weiter. Und hier sprechen wir über die Kurzgeschichten mit den geraden Zahlen 2, 4, 6 und so weiter. Also schaut unbedingt bei Christine auch mal vorbei, weil sonst ist das Ganze ein bisschen unvollständig. Und das kann ich euch jetzt schon sagen, es wird sehr interessant, weil das Kurzgeschichten von bekannten und unbekannten Autoren sind. Genau, das wird also eine ziemlich interessante Buchbesprechung. Das heißt, ich verlinke euch Christines Video einmal in der Infobox und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann auch in der Endcard. Und was Christine und ich über diese Kurzgeschichten denken und wie wir das ganze Buch insgesamt fanden, wie viele Sterne wir vergeben, das verrate ich euch gleich. Also schnappt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Buch sagen. Das kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile alle. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Buch, das ist aus einem Projekt heraus entstanden. Und zwar hat das Projekt Sebastian Fitzek ins Leben gerufen. Das Ganze hat er genannt Wir schreiben zu Hause. Und er hat seine Follower auf Instagram dazu aufgerufen, unter dem Hashtag Wir schreiben zu Hause Kurzgeschichten einzureichen, die drei Kriterien haben müssen. Zum einen müssen sie das Thema Identität haben, zum anderen muss ein Handy darin vorkommen und das Thema Rache muss darin enthalten sein. Und wenn diese drei Kriterien enthalten sind, konnten die Zuschauer oder die Follower das einreichen unter dem Hashtag Wir schreiben zu Hause. Insgesamt haben 1142 Menschen ihre Kurzgeschichten eingereicht. Die ganzen Kurzgeschichten wurden von einer Jury bewertet und 23 Kurzgeschichten sind dann am Ende hier in diesem Buch gelandet. Es sind auch bekannte Autoren dabei, wie zum Beispiel Michael Zokos, Sebastian Fitzek, obviously, Ursula Poznanski, Vincent Cliche, Romy Hausmann. Genau, da sind auch also bekannte Autoren mit dabei, aber eben auch Hobby-Schreiber oder unbekanntere Autoren, genau, und die sind hier verewigt in ihren Kurzgeschichten. Das Schöne an der ganzen Sache ist, mal abgesehen davon, dass ich das sehr wertschätzend finde, dass Sebastian Fitzek auch die Autoren mit aufgenommen hat, bei denen es nicht gereicht hat, um im Buch zu landen, hier im Titel, ist, dass der gesamte Erlös dem Buchhandel gutgeschrieben wird. Und das finde ich halt ziemlich einmalig, finde ich eine richtig tolle Sache. Hier hat keiner der Autoren etwas daran verdient. Das geht alles an den Buchhandel und das finde ich großartig. Darum habe ich mich auch wirklich als Leseratte verpflichtet gefühlt, das Buch zu kaufen. Ja. Die erste Kurzgeschichte nennt sich Das Geschenk und ist von Livia Fröhlich. Und wie Christine und ich das fanden, das erfahrt ihr auf ihrem Kanal. Hier geht es um Ursula Poznanski. Das ist ja ein sehr schwieriges Thema für mich nach dem ganzen Poznanski-Marathon. Und Ursula Poznanskis Kurzgeschichte nennt sich Durchleuchtet. Auf die Geschichte von Ursula Poznanski war ich wahnsinnig gespannt, weil ich die Autorin einfach sehr schätze. Ihre Erwachsenen-Thriller, die mag ich nicht so gerne, außer die, die sie zusammen mit Herrn Strobel schreibt. Aber ich persönlich liebe ihre Jugendgeschichten halt sehr. Und ja, die Überschrift ist hier Durchleuchtet. Und hier geht es um einen Mann, der Frauen nicht so gut behandelt hat und Frauen, die da einfach Rache dran nehmen. Und sie schafft es auch direkt Atmosphäre zu schaffen. Also es ist direkt gruselig und düster und auch grausam. Und es ist definitiv eine Geschichte, nichts für schwache Nerven, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, im Gegensatz zu Christine habe ich ja mit den Büchern von Ursula Poznanski nicht so viel Glück gehabt. Ich habe ihre Jugendbücher gelesen, das war im Rahmen des Poznanski-Marathons. Ich suche das mal raus und verlinke euch das mal hier oben.
da ist ja alles schiefgelaufen, was nur hätte schieflaufen können. Ich fand die Geschichten ganz furchtbar. Die haben mir. Also ich sag's mal, das war tatsächlich verschwendete Lesezeit. Das waren aber die Jugendbücher. Jetzt war ich natürlich sehr gespannt auf diese Kurzgeschichte und habe mir ganz viel Mühe gegeben, ganz neutral ranzugehen, obwohl ich wirklich sehr, also dieser Poznanski-Marathon hat mich sehr geprägt. Leute, ich bin so überrascht worden, das hätte ich nicht gedacht. Sie hat ganz anders formuliert, hätte ich nicht gewusst, dass das Ursula Poznanski geschrieben hat, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ganz anders formuliert, ganz kurze und knackige Sätze. Das Szenario ist total erschreckend, total beängstigend, ganz erdrückend und hatte einen gewissen Krankheitsgrad, den habe ich der Frau nicht zugetraut, muss ich echt mal sagen. Also wenn ich jetzt nur von ihren Jugendbüchern ausgehe, hätte ich nicht gedacht, dass sie so ein Szenario schreiben kann. Mir hat das so gut gefallen. Ich fand das ganz, ganz furchtbar erschreckend. Und Leute, das hat mich sogar ein bisschen an Saw erinnert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war, also dafür, dass es die zweite Kurzgeschichte erst war, also ich war gefesselt vom ersten Satz an. Die dritte Kurzgeschichte ist von Michael Tode und nennt sich Du kennst den Ort, wird wieder bei Christine besprochen. Und die vierte Kurzgeschichte ist von Vanessa Krypczyk und nennt sich Thomas. Die vierte Geschichte ist von Vanessa Krypczyk, ich kann es nicht genau aussprechen, und heißt Thomas. Und hier geht es um eine Frau, die zwei Identitäten hat und das wird auch ziemlich schnell klar. Was will man auch inhaltlich so viel dazu erzählen? Und das war auf jeden Fall eine Geschichte, von der ich unglaublich gerne mehr gelesen hätte. Und hier hat mir auch der Schreibstil toll gefallen und inhaltlich war das auch so, dass bei diesen Identitäten dann auch der Spieß irgendwie umgedreht wird, als die Vergangenheit sie einholt und das auch ziemlich gnadenlos. Fand ich klasse. Und gerade dieses Ding hätte ich gern mehr von gelesen. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Buch. Das hatte ich ganz, ganz oft oder hatten wir ganz oft, dass wir wirklich gerne mehr gelesen hätten von den Autoren. Das war tatsächlich auch eine interessante Geschichte. Und da ging es mir wie Christine. Von dieser Geschichte hätte ich gerne mehr gelesen. Also das wäre Stoff gewesen für ein ganzes Buch. Als Kurzgeschichte konnte mich das jetzt nicht so überzeugen. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, eine Kurzgeschichte zu schreiben, muss ich sagen. Man muss ja den Stoff so komprimieren und vieles auch weglassen. Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor. Mir hat die Geschichte trotzdem ganz gut gefallen, wäre es ein ganzes Buch gewesen. Also es war eine Sache, die hatte mich etwas, die konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Da wurde ein Bild von der besagten Auftragsmörderin gemacht, da weiß ich nicht, wann das Bild gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Also das war für mich überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Vielleicht habe ich das nicht richtig gelesen, aber für mich entbehrte das irgendwie so einer gewissen Logik, wie das jetzt gemacht wurde und vor allem wann. Das Ende fand ich ziemlich heftig, also das fand ich schon krass. Das wäre für mich auf jeden Fall eine Geschichte, die ich gerne als Ganzes lesen würde, als ganzes Buch. Die nächste Geschichte, die wir auf Christins Kanal behandeln, ist von Romy Hausmann, Juli Schnee. Da war ich ziemlich gespannt drauf. Und hier sprechen wir einmal über Kathy Taylor mit der Kurzgeschichte Monster. Die sechste Geschichte ist von einer gewissen Kathy Taylor und die fand ich sehr, sehr, sehr verwirrend, die Geschichte. Die musste ich auch zweimal lesen, weil ich da überhaupt nicht reinkam. Da ging es um eine Frau, die hatte erst Albträume. Dann, ich muss mal in meine Notizen reingucken, dann merkt sie, dass tatsächlich jemand eingebrochen ist, während sie schlief und sie entdeckt eine verstümmelte Puppe unterm Bett. Das war ganz, ganz, ganz dubios. Die fand ich auch nur so semi-gut. Also die war so okay. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, müsste ich das jetzt bewerten, würde ich 3 Sterne geben. Ja, da ging es mir tatsächlich wie dir, Christine. So ganz überzeugen konnte mich die Kurzgeschichte auch nicht. Fand ich auch bis dahin die Schwächste. Wir lernen ja hier eine Frau kennen, die vergewaltigt wird und die bringt sich daraufhin um. Und da spoilere ich jetzt auch nicht, das passiert gleich zu Beginn der Kurzgeschichte. Und ab da wird es dann eben auch dubios. Und ich fand die Kurzgeschichte interessant oder die Geschichte an sich, den Plot fand ich interessant. Das wäre aber auch wieder etwas gewesen, ein Thema für ein ganzes Buch und nicht für eine Kurzgeschichte. Als Kurzgeschichte konnte mich das auch nicht überzeugen. Und das Ende war für meinen Geschmack zu konstruiert. Da hatte man jetzt auch nicht mehr viele Möglichkeiten, muss man sagen. Aber das war für meinen Geschmack zu konstruiert. Das war mir zu bedeutungsschwanger.
Also das war zu wenig irgendwie. Die nächste Kurzgeschichte ist von Andreas Gruber und nennt sich Christina muss sterben. Die besprechen wir wieder auf Christins Kanal. Ich glaube, wir haben es 12 hier in Diesdorf. Willkommen in Altmark. Die nächste Kurzgeschichte ist von Andreas Huber und nennt sich Christina muss sterben. Die besprechen wir auf Christins Kanal. Und hier geht es einmal um Saskia Hehl, aufgelöst. Die nächste Geschichte heißt Aufgelöst und stammt von Saskia Hehl. Und das war auch zunächst eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Die habe ich auch mit 2 Anläufen angefangen zu lesen, weil sie ist so mundartlich geschrieben in so einem Gossenslang. So altberlinerisch, Gossensprache, mundartlich. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und ich habe auch diese Viertel, also auch das Setting, das war sehr trist und grau. Das habe ich mir auch alles so vorgestellt. Ich bin ganz, ganz schwer in die Geschichte reingekommen. Hat man sich aber dann mal dran gewöhnt. Also da lohnt sich's wirklich dran zu bleiben. Ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und da hätte ich dann auch so gerne so einen Kurzroman dann schon fast davon gelesen. Und ich fand auch die Twists und die Wendung sehr beeindruckend. Hier geht es nämlich um eine Bande, die illegale Hehlerei betreibt in einem Armenviertel und ja, genau. Und da wird natürlich dann auch irgendwie der Spieß umgedreht und es gibt natürlich interessante Wendungen. Uff, das war eine Geschichte, Leute. Also zum einen ist mir das ganz schwer gefallen, reinzukommen. Da hatte ich richtig, richtig Probleme und wollte die Kurzgeschichte auch abbrechen. Also bei der war ich ganz kurz davor abzubrechen. Christine konnte mich dann doch noch ein bisschen motivieren, weiterzulesen. Das war sehr, sehr schwer für mich. Aber dann, Leute, hat das einen Sog gehabt, diese Kurzgeschichte. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie mich die nachhaltig tatsächlich mitgenommen hat. Also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bin ich schon wieder voll drin. Das ist eine ganz dubiose Kurzgeschichte. Ich kann euch dazu im Übrigen inhaltlich gar nichts sagen, sonst spoilere ich sofort. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt sagen könnte, ohne euch nicht zu spoilern. Das ist eine ganz dubiose Kurzgeschichte, durch die man sich kämpfen muss am Anfang, weil das, ich finde den Schreibstil jetzt nicht den einfachsten. Aber diese Kurzgeschichte ist so erschreckend, man fiebert da so mit, also da spielen auch Uhrzeiten eine Rolle und wenn man eine Uhrzeit liest, die so zurückzählt, dann kriegt man da schon so ein bisschen Herzrasen, da ist man ja schon so dabei. Das fand ich auch sehr intelligent gemacht mit den Uhrzeiten, hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich fange schon wieder an, kurzatmig zu werden, wenn ich über diese Geschichte nachdenke. Also das ist eine Geschichte, die würde ich jedem empfehlen und mit dem kleinen Notizzettel: Halte durch. Das würde ich noch auf den Notizzettel draufschreiben. Grandios. Also mich hat das Ende total fertig gemacht. Fertig gemacht hat mich die gesamte Kurzgeschichte. Die nächste Kurzgeschichte, die Christine und ich wieder auf Christines Kanal besprechen, ist von Charlotte Link und nennt sich Der Plan. Und ich habe ja noch nie was von Charlotte Link gelesen und war natürlich ganz gespannt. Und welche Kurzgeschichte wir hier gelesen haben, das verrät Christine. Die Geschichte Berufsblind stammt von Julian Gabriel Schneider. Und die hat mir auch richtig gut gefallen, kann ich euch sagen. Hier geht es um einen Taxifahrer, der rein zufällig im Auto ein Handy findet. Und auf diesem Handy findet er dann natürlich Aufnahmen von sich selber. Und allein diese Vorstellung finde ich sehr creepy, weil eigentlich hat er ja das Handy gefunden und es gehört ihm ja eigentlich nicht. Und es ist alles sehr zufällig und dann ist es plötzlich kein Zufall mehr. Fand ich wirklich richtig gut und ich fand auch einige Twists auf diesen wenigen Seiten richtig genial. Allerdings muss ich sagen, haben wir davor Charlotte Link gelesen und Charlotte Link hatte einen unfassbar guten Schreibstil und es ist wie wenn du einen Porsche fährst und dann auf einmal dich in den Trabi reinsetzt. Also da flacht es dann einfach ab und das ist irgendwie schade. Ja, die Kurzgeschichte 8. Also ich muss auch sagen, die konnte mich jetzt nicht fesseln. Ich weiß nicht, ob das was mit Charlotte Link davor zu tun hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich bin gut reingekommen in die Geschichte. Es lag jetzt nicht am Schreibstil oder so. Ich fand den Schreibstil eigentlich schon ganz gut, aber die Geschichte konnte mich null fesseln. Ich fand die einfach zu flach. Das ist so eine Geschichte,
die war noch so doll ausbaufähig. Also da hätte man noch irgendwie Ecken und Kanten reinschreiben müssen, damit sie interessant wird. Mir war sie einfach zu flach. Ich fand, da hat mir der Spannungsbogen tatsächlich auch gefehlt, obwohl da natürlich ein kleiner Spannungsbogen drin war. Mir haben einfach Ecken und Kanten gefehlt. Mir hat die Geschichte nicht viel geben können. Die nächste Kurzgeschichte, die wir bei Christine lesen, ist Geburtstag in der Hölle von, jetzt muss ich mal gucken, ich spreche das bestimmt total falsch aus, Mordechai Simons. Die besprechen wir bei Christine und hier geht es um Frank Schätzing, Der Witz und der Tod. Der Witz und der Tod von Frank Schätzing. Also es waren auch meine ersten Zeilen, die ich von Frank Schätzing gelesen habe. Ich habe noch nie ein Buch von ihm gelesen und die Geschichte, die ging ja für mich völlig am Thema vorbei. Ich fand es ganz amüsant zu lesen und hat auch Gedanken freigesetzt, weil sich da wirklich der Witz und der Tod unterhalten. Und geht's dann auch um so Sachen wie Totlachen und solche Sachen eben. Die unterhalten sich halt miteinander. Und ich finde die Geschichte auch wirklich amüsant, aber ich habe nicht ganz den Sinn verstanden. Also die war für mich einfach fehl am Platz. Die hätte es jetzt in diesem Buch gar nicht gebraucht. Die war nicht schlecht, aber sie hat jetzt für mich mit Quarantäne-Krimis überhaupt nichts zu tun gehabt. Und hätte ich in einem anderen Kontext, hätte ich das wirklich gerne gelesen, aber so war die für mich einfach wirklich überflüssig. Ja, Christine, da geht es mir tatsächlich so ähnlich wie dir. Ich habe das Gefühl, die Moral der Geschichte ging an mir vorbei. Ich weiß auch nicht so genau, was der Autor mir damit jetzt sagen wollte. Wollte er mir irgendwas mitgeben? Oh, wenn ja, dann muss ich tatsächlich sagen, das ging an mir vorbei. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch vorher von ihm noch nichts gelesen. Ich fand die Grundidee total interessant. Tatsächlich sitzen der Witz und der Tod auf einer Parkbank. Ich hatte so ein leichtes Forrest Gump-Bild im Kopf mit dem Witz und dem Tod. Ich mag ja solche recht makaberen oder schrägen Dinge sehr gerne lesen, ja. Aber ich weiß es nicht. Da ging die Moral irgendwie an mir vorbei. Gab es da eine Moral von dieser Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie tatsächlich leider nicht verstanden. Die nächste Kurzgeschichte, die wir auf Christines Kanal besprechen, ist von Pia Schmidt und nennt sich Ich bin Rotkäppchen. Leute, das ist auch eine Kurzgeschichte. Also guckt da unbedingt vorbei. Und hier geht's weiter mit Daniel Holbe. Kommen wir zur Geschichte Wer bin ich? Von Daniel Holbe. Und das, muss ich sagen, ist für mich die schlechteste Geschichte vom ganzen Buch gewesen. Die habe ich nicht verstanden. Und ich bin damit auch nicht zurechtgekommen und das hat auch dazu geführt, dass ich so eine Art Leseflaute hatte für dieses Buch und auch nicht unbedingt Lust hatte, weiterzulesen. Hat für mich das ganze Buch so richtig runtergezogen erstmal, weil ich habe die Geschichte einfach auch nicht kapiert und ich hatte aber auch keine Lust, die nochmal zu lesen oder ja, es ging darum, dass der Protagonist, also in das Setting, da gibt es auch eine Corona-Krise, was ich nicht mal schlecht finde. Das sind ja Quarantäne-Kurz-Krimis. Und er hat irgendwie eine Frau gesucht und er war aber auch Aussteiger. Und ich kam mit dem Setting irgendwie überhaupt nicht zurecht und ich habe es halt auch einfach nicht kapiert. Muss ich leider sagen, für mich die schlechteste Geschichte vom ganzen Buch. Ja, da bin ich ganz bei dir, Christine. Also ich habe, es ging um Corona. Das fand ich jetzt ganz interessant. Und dann wird es schon schwierig. Diese ganze Kurzgeschichte hatte auch einen sehr zynischen Beigeschmack. Das finde ich auch gut. Ich mag ja Zynismus oder bissigen Humor oder Sarkasmus, alles. Das ist dann auch ganz meins. Und dann hört es echt auf. Ich habe die Geschichte vorne bis hinten nicht verstanden. Ich habe das ganze Szenario nicht verstanden. Ich könnte euch die nicht mal ansatzweise wiedergeben. Der Hauptcharakter war eine Art Kopfgeldjäger, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe diese Kurzgeschichte nicht verstanden. Ich fand die ganz anstrengend. Ich war während des ganzen Lesens unfassbar unaufmerksam. Leider, mir tut das nämlich auch immer so leid, weil ich glaube, dass wenn man etwas schreibt, man sehr viel von sich selbst so reinbringt in eine Kurzgeschichte. Und dann tut es mir immer so leid, wenn mir die nicht gefällt, weil ich mir vorstellen kann, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft man so in eine Geschichte reinsetzt. Aber es ist es ändert nichts. Also mir hat die überhaupt gar nicht gefallen. Die nächste Geschichte, die wir auf Christines Kanal besprechen, ist von Annika Bühnemann und nennt sich Ach, wie gut, dass niemand weiß. Und hier geht es um folgende Kurzgeschichte. Die nächste Geschichte, Spuren der Gewalt, stammt aus der Feder von Michael Zuckus mit
Wolf Ulrich Schüler. Und hier geht es um einen Vater, der mit seiner Tochter beim Kinderarzt ist. Dann passiert dort etwas. Und vermutlich hat sie auch noch eine Krankheit, die sehr, sehr schwierig für sie ist. Die Geschichte hat mich direkt in den Bann gezogen. Ich mochte den Schreibstil von Zokus einfach. Man merkt, dass er schreiben kann, dass er ein Profi ist, dass er Erfahrung hat, dass er einfach gut mit Worten umgehen kann. Und ich finde, es ist ja auch immer so ein Talent, jemanden auf kurzen, also auf wenigen Seiten direkt ins Geschehen zu schmeißen und den Leser zu fesseln. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Das Ende war so ein bisschen lahm, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz war es richtig genial. Wir haben ein bisschen viel spekuliert bei dieser Geschichte, denn es geht darum, dass mit der Tochter etwas ist und es sehr offen ist, was denn sein könnte und Grundwissen vorausgesetzt ist. Ich habe zwar eine Vermutung, was mit ihr sein könnte, aber wir wissen es einfach nicht und wir schmeißen ja auch nicht Google beim Lesen an und von daher und belesen uns da erstmal. Ich finde, da wird vom Leser zu viel Grundwissen verlangt einfach oder zu viel. Also da hätte man vielleicht nicht so viel offen lassen sollen müssen können. Aber ich fand die Geschichte richtig, richtig gut. Das hast du gerade ganz gut zusammengefasst, Christine. Ich fand den... Na, fangen wir mal von vorne an. Ich fand den Schreibstil grandios. Der hat mir bis dahin auch am besten gefallen. Also von all den Geschichten, die wir bis dahin gelesen haben, hat mir dieser Schreibstil am besten gefallen und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts anderes von Michael Zokos gelesen. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Und ab da an aber auch nicht das Letzte. Also mir hat der eben so gut gefallen, dieser Schreibstil, dass ich mir dann von ihm auch Bücher geholt habe. Aber, oder Bücher auch gelesen habe. Ich fand die Geschichte auch interessant. Bin da sehr gut reingekommen. Also ich habe diese Kurzgeschichte ganz, ganz, ganz schnell durchgelesen. Aber das Ende, Leute, hat mich so unbefriedigt zurückgelassen. Ganz furchtbar. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da jetzt los war. Es ist furchtbar. Ich war total genervt. Das ist, als wenn euch ein Witz erzählt wird und bei der Pointe bricht der Erzähler ab. Also die erzählt euch nicht mehr. So hat sich das angefühlt. Fand das total nervig. Ich habe immer noch keine Ahnung, was da eigentlich mit der Tochter los war, weil anscheinend war ja irgendwas mit der Tochter los. Ich habe keine Ahnung. Ich kann euch das nicht sagen. Habe ich nicht verstanden. Wir haben wirklich sehr viel rumspekuliert. Aber das, also da war für mich leider viel zu viel offen. Und das fand ich total schade, weil mir die Geschichte ansonsten super gefallen hat. Ich habe diesen Schreibstil total gemocht. Bin da durchgerast durch diese Kurzgeschichte. Und dann kam das Ende. Und ich habe es nicht verstanden. Auf Christines Kanal besprechen wir von Melanie Bodke das Blind Date. Und Christine erzählt mal, welche Geschichte wir hier besprechen. Die nächste Geschichte heißt Entlang der goldenen Ähren und ist geschrieben worden von Robert Hönatsch. Und hier in dieser Geschichte geht es einfach um ein Mädchen, das die ganze Zeit geklaut hat. Und der Vater von einer, die sie eben auch beklaut hat, möchte ihr einfach mal aufzeigen, dass ihr Handeln einfach so nicht okay ist und dass es auch durchaus Konsequenzen haben kann. Und ja, darum geht es halt in diesem Buch, also in dieser Geschichte. Und wahrscheinlich, man kann sich denken, sie hat halt ein Handy geklaut. Und was dann, worum es da, wie es dann genau ausgeht, müsst ihr natürlich selber lesen. Ich muss sagen, ich kam sehr, sehr schwierig ins Setting rein. Und fand die Geschichte auch nicht sehr aufregend und ein bisschen dubios. Also das war jetzt nicht so ganz so mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war auch irgendwie keine Spannung dabei, fand ich jetzt. Gab es schon bessere Geschichten in dem Buch? Jupp, das stimmt. Christine hat das schon ganz gut zusammengefasst. Im Grunde genommen soll diese Geschichte dem Leser sagen, dass jedes Handeln Konsequenzen hat. Das wurde in dieser Kurzgeschichte auf sehr drastische Weise erläutert bzw. verdeutlicht. Mir ein bisschen too much einfach. Also das war auch für mich zu konstruiert wieder. Das war einfach zu viel. Ich fand das Ende auch einfach zu flach. Das hat mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen. Ich fand aber den Schreibstil ganz gut. Also da bin ich ganz gut klargekommen. Ich bin gut reingekommen. Aber ich bin auch sehr gut wieder rausgekommen während der Kurzgeschichte, weil ich das einfach recht lahm fand, sehr langweilig. Ich finde die Moral langweilig. Ja, nee, das war leider nichts für mich. Die nächste Kurzgeschichte, die wir auf Christines Kanal besprechen, ist von Vincent Cliche und nennt sich Pauls Begleiter oder Dr. Wundersitz und die nicht sehr nette Helga. Ist das nicht ein cooler Titel?
spricht mich total an. Wenn ihr sehen wollt, was Christine und ich zu dieser Kurzgeschichte sagen, dann springt mal rüber. Am besten aber erst nach dem Video auf Christines Kanal. Und hier geht es um folgende Kurzgeschichte. Oh je, ich merke schon, es geht aufs Ende des Buches zu und irgendwie kann ich nichts mehr Positives sagen. Komisch. Und zwar ist die nächste Geschichte von Anne Schmidt, Anne Schmitz und nennt sich Freitod. Und hier geht es darum, dass eben eine Tochter hat sich das Leben genommen, offensichtlich. Und die Mutter ist halt der Meinung, das hat sie nicht getan. Und wir haben hier wirklich einen Ermittler, Thriller auf wenigen Seiten oder einen Ermittler-Krimi auf wenigen Seiten und ich mag einfach so langweilige Ermittlergeschichten nicht und es gab für mich hier keinen Aha-Moment, ich bin schwierig in das Setting reingekommen und es gab jetzt nichts, wo ich jetzt sage, wow, mega und war jetzt nicht mein Ding. Dafür war es halt keine Themaverfehlung, waren alle Parameter erfüllt, aber hat mir jetzt nicht so viel gegeben, diese Geschichte. Leider. Mir hat die Geschichte jetzt nicht ganz so schlecht gefallen wie dir, Christine. Aber ich gebe dir recht, hatte so einen Ermittlercharakter, was ziemlich cool sein kann. Ich mag sowas ja eigentlich auch mal ganz gerne. Das war so Ermitteln auf eigener Faust, aber es war schon... Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es eine Kurzgeschichte war. Vielleicht wäre das in einem Buch wieder anders oder spannend darüber gekommen. Ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig spannend. Mich hat das jetzt auch nicht so mitgerissen. Ich fand den Schreibstil wieder sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich richtig gut mit zurechtgekommen. Aber ich fand die Geschichte jetzt auch nicht so wahnsinnig berauschend. Ne? Also konnte mich jetzt auch nicht so fesseln. Das Ende kam überraschend für mich. Ich muss sagen, so ganz schnell durchschaut habe ich das Ganze nicht. Aber so alles in allem fand ich das eher so eine durchschnittliche Kurzgeschichte, wenn ich jetzt alle Kurzgeschichten mal übereinander lege. Auf Christines Kanal besprechen wir von Wolf Dorn, Alice vor dem Spiegel. Das klingt doch nach einer Kurzgeschichte wie für mich gemacht. Und Christine, sag mal, um welche Kurzgeschichte es jetzt hier geht. Die nächste Geschichte heißt Die Siegerin und stammt mal wieder von einer Hobbyautorin, Gabriele Störzinger. Und die wurde gemeinsam mit Andreas Gruber ausgewählt und dann nochmal überarbeitet. Und da muss ich sagen, die war wirklich so wieder eins der Highlights, weil das eine richtig schöne Geschichte war. Sie war unterhaltsam. Die Protagonistin hat mir richtig gut gefallen. Es geht natürlich wieder um eine Rachegeschichte und ich mag das. Hier geht es nämlich um eine Powerfrau, die nach Jahren eben Rache nimmt und das hat mir richtig gut gefallen. Und mir hat auch dieser Aufbau der Geschichte gefallen, weil es geht hier so nach Uhrzeiten. Das geht am Freitag, den 12.07.2019 los in München und dann haben wir teilweise so ganz kurze Absätze, wie das dann so weitergeht und die nimmt einen richtig schönen Verlauf und die war einfach durch und durch rund und war richtig klasse zu lesen. Ja, das war eine Kurzgeschichte, die hat mir auch richtig gut gefallen. Das hatte schon so ein bisschen was von Lara Croft, die Protagonistin ist jung, ist schön, reich, ziemlich gefährlich, sehr intelligent. Die Story hatte genau die richtige Portion Action und Dramatik, hatte einen ganz, ganz spannenden Verlauf. Die Rache wurde ganz intelligent eingefädelt, ganz geschickt eingefädelt. Also das Ganze fand ich super cool durchdacht. Mir hat die Kurzgeschichte sehr gut gefallen. Das war für mich auch eine der besten. So, ihr Lieben, das war die eine Hälfte des Kurzgeschichtenbandes Identität 1142. Die andere Hälfte besprechen wir, wie gesagt, bei Christine auf dem Kanal. Guckt da unbedingt mal vorbei. Wenn ich das jetzt mal so überschlage, muss ich sagen, dass ich glaube, dass ich die Hälfte von die wir bei Christine besprechen, tatsächlich besser finde als die Hälfte, die wir hier besprochen haben. So ein knapper Unterschied. Wie finde ich jetzt dieses Buch? Ich finde es toll. Ich finde es wirklich gut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz solider Kurzgeschichtenband und ein Buch mit Kurzgeschichten sollte eigentlich in jedem Bücherregal stehen, finde ich. Das ist ein ganz tolles Buch, das man so zwischendurch mal lesen kann. Also eine Kurzgeschichte geht immer zwischendurch und bei 23 Kurzgeschichten ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass einem da nicht jede gefallen kann. Also ich sage mal, wenn ich das hier überschlage und ganz objektiv betrachtet, finde ich 70% dieser Kurzgeschichten wirklich ganz toll, haben mir richtig gut gefallen. Und ein ganz großer Vorteil ist eben auch, dass man sehr viele Autoren auch für sich entdeckt. Ich habe vorher noch nichts von Vincent Cliche gelesen, ich habe vorher noch nichts von Michael Zokos gelesen oder Charlotte Link, ich war da ganz gespannt drauf. Ich war auch sehr gespannt auf die Kurzgeschichte von Romy Hausmann, weil ich ja bei ihr auch immer so hin und her gerissen war.
Ich weiß auch, dass Romy Hausmann, glaube ich, vorher keine Kurzgeschichten geschrieben hat, dass das die erste war. Und das ist natürlich super spannend, dass ihr überall mal reinschnuppern könnt. Das Buch bekommt von mir ganz, ganz solide, ganz tolle 3 Sterne. Und einen zusätzlichen Stern bekommt es von mir, weil das ein ganz großartiges Projekt ist. Ich finde das toll, was Sebastian Fitzek da gemacht hat. Ich finde das ganz wertschätzend den Hobbyautoren gegenüber, die es nicht in dieses Buch geschafft haben, dass er sie eben trotzdem an diesem Kurzgeschichtenband hat teilhaben lassen, indem er sie eben hier mit in diese Zahl aufgenommen hat. Und ich finde das großartig, wie viele sich hier daran beteiligt haben, dass die einfach auf ihr Honorar mal verzichtet haben, um den Buchhandel zu unterstützen. Und ich finde es eben toll, dass wir als Leser auch die Möglichkeit bekommen, so ein unheimlich großartiges Projekt zu unterstützen. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Hier sind ganz tolle Kurzgeschichten dabei. Und es ist halt großartig, dass ihr die Autoren alle mal anlesen könnt. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, mit Christine gemeinsam zu lesen. Und das war ja jetzt das erste kleine Projekt, das Christine und ich zusammen gemacht haben. Ich möchte ja noch sehr viel mehr mit Christine zusammen machen. Wir haben ja schon so eine grobe Planung, was das Fester-Thema angeht und so weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn mir das eben jetzt auch sehr viel Spaß gemacht hat. Schaut unbedingt mal bei Christine vorbei, da besprechen wir ja die andere Hälfte des Buches und ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das Buch auch zu holen. Tut dem Buchhandel was Gutes und holt euch das Buch, stellt euch das in euer Bücherregal und wenn ihr mal kurz Zeit habt, dann schmökert da mal durch. Das ist eine tolle Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wirklich immer sehr drüber und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.